Hi und willkommen zurück beim Z50 Vario mit den heutigen Factsheets am 21.09.2018 mit dem Komatsu 931XC, der ein einmaliger Anschaffungspreis von 435.000 Euro erfordert sowie 251 PS hat. Des Weiteren haben wir einen Komatsu 875 Forestry 4Water mit ebenfalls 251 PS und 216.000 einmaliger Anschaffungspreis. Ihr seht ganz gut, Auswahl zwischen Ketten, den sogenannten Tracks oder den Reifen. Ist alles machbar. Und des Weiteren haben wir für euch heute noch zum Präsentieren ein TGX 26640. Eine sehr pfiffige Lösung, finde ich. Da musst du nicht immer auf den Fliegel zurückgreifen mit dem Sattelauflieger oder auf die kleinere Variante mit dem Palfingeraufbau. Ihr wisst, was ich meine, den Rungenaufbau vom Anhänger. Des Weiteren haben wir noch einen Steyr Profi CVT mit einem Flicker Longneck Kombi Plus. Der Traktor an sich hat eine Maximalleistung, kannst du auch besser bis 175 PS. Und wenn euch dieses Video, dieses kleine informante Video weitergeholfen hat, würde ich mich selber ein Abo oder ein Like freuen. Und Freunde, haut rein, bis zum nächsten Mal, euer Z50 Vario und ciao!